Moin und herzlich willkommen in der Visarius Gamerstube zum Sonntagspunch. Und zwar geht es heute in diesem Video darum, was ich so alles erlebt habe auf Twitch, auf YouTube, was mit den Umfragen gewesen ist, welche Rekorde wir geknackt haben. Ich freue mich einfach hammercool. Wir starten mal direkt nach einem Intro rein, also bleibt dran. Ja, was ist alles so passiert? Also das ist eine Menge passiert die ganze letzte Woche. Wir hatten ziemlich coole Livestreams und am Dienstag war es dann in einem Moment nicht ganz so knorke, aber das habe ich im Grunde genommen unter der Hand geklärt. Daher sage ich auch, eigentlich fängt man ja nicht an zu meckern, ne? Direkt am Anfang eines Videos. Nein, ich will auch nicht meckern, aber wie ich auch immer in den Livestreams sage, wenn ihr mir irgendwie was Gutes tun wollt, macht es bitte einfach nur, weil ihr mir was Gutes tun wollt, nicht weil man dann vielleicht denkt, okay, ich gebe dem Weser jetzt irgendwas und dann macht der Weser was für mich. Also ich versuche so viel wie möglich auch eure Wünsche zu erfüllen. Es ist schon vollkommen okay, wenn... Also ich versuche das zeitlich, kriege ich das aber halt leider nicht immer hin. Ne? Es ist immer noch alles ein Hobby und deswegen wollte ich das ganz am Anfang auch nochmal loswerden. Aber was ist denn noch so alles Cooles passiert? Und da waren ein paar echt coole Dinge. Ich habe das unter der Hand auch geklärt, also so damit ihr dann Bescheid wisst, passt alles. Unter der Sache, die ganze letzte Woche auf Twitch selber hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht. Donnerstags, gestern Abend, Samstag, wir haben sogar tatsächlich Jin Kun haben wir rausgezogen aus dem Thron des Donners. War geil, ich hätte nicht damit gerechnet und das ging jetzt Hand auf Hand. Ne? Also den habe ich den gestern gekriegt, heute hat den Enali gekriegt und Garana hat den auch bekommen. Gratulation auch an euch beide, hammer cool, hat mich sehr sehr gefreut, als ich es gesehen habe im Discord. Sehr geil. Auf YouTube ist ja ein bisschen auch was passiert. Ich habe jetzt letzte Woche mal ein Video zum Pre-Patch-Event hochgeladen gehabt, was absolut awesome-mäßig abgegangen ist. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Coole Geschichte. Und auch im Grunde genommen ja fast Hand in Hand ist es passiert, dass wir über die 2000 Abonnenten rübergekommen sind. Dafür an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Auf jeden Fall nochmal ein Prost, ne? Göttlich, das Zeug. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch, dass es natürlich jetzt noch weitergeht, dass die Videos geguckt werden. Sehr, sehr geile Geschichte. Vielen Dank dafür. Das, ich habe jetzt die letzten 6 Guides kommen nächste Woche raus für die Klassen. Denn dann habe ich alle Klassen einmal durch. Das ist der Mönch und der Schurke. Aber erst kommt der Schurke, dann kommt der Mönch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anschaut. Falls ihr noch nie einen Schurken gespielt habt, noch nie einen Mönch gedaddelt habt, dann probiert es einfach mal aus. Sehr, sehr cool. Ja. Was hat sich noch so getan? Also wir haben die Community-Gilde jetzt umbenannt von der Pümpelbärenbande in den Orden des Weserdien. Das hat ganz einfach was damit zu tun, dass der Sharpnell aus der Community ein super geiles Weserdien-Bild gemacht hat. Der hat nämlich mein Ynob-Avatar. Für alle, die nicht wissen, was ein Ynob ist. Ynob ist das Pferdchen, was ihr da seht. Das soll eigentlich ein Pferd darstellen. So ein Hüpfepferd. Und da steht, wir haben das Real Life will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben das hier zu Hause. Und dieses Hüpfepferdchen, da steht halt so Pony drauf. Und das habe ich nur einmal umgedreht, weil alle Tiere bei uns haben zu Hause halt Namen für die Kinder. Und ja, deswegen, da hat der Sharpnell den genommen, die Pala-Rüstung, die T2-Rüstung genommen, das Ganze miteinander verbunden und sofort gab es dann einen Weserdien. Und deswegen haben wir die Gilde auch mit Abstimmung im Discord bei uns in den Orden des Weserdien, also Orden des Weserdien genannt. Und wie knorke Sache. Falls ihr selber jetzt auch noch ganz frisch mit dabei seid, wir haben auf Garrosh Shadrath Nostormu eine Community-Gilde, wo wir dann mit Shadowlands auch Raids machen werden. Wir werden auch M-Plus-Dungeons machen als so eine Art Raid- und M-Plus-Schule. Gerade für Spieler, die jetzt vielleicht auch noch frisch wieder mit dabei sind, aber auch für die alten Hasen, wenn die Lust haben, einfach mal neuen Leuten oder neuen Spielern da ein bisschen was beizubringen, so dass man halt irgendwann die Schwierigkeitsstufen auch sicherlich dann erhöhen kann und auch neue wieder mit reinbringen kann, so dass man eben halt etwas gemeinsam macht. Mein Kanal selber auf YouTube hat sich ja, jetzt prächtig entwickelt. Ich werde natürlich auch weiterhin Videos machen, ohne Frage. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Das wäre jetzt dämlich zu sagen, ja, alles klar, ich habe 2000, jetzt bin ich weg. Nee, das mache ich natürlich nicht. Aber ich auf Twitch selber werde das, ist das schon auch sehr, sehr cool, abends da zu sitzen. Ich weiß es ja nie, während ich am Stream bin, wie viele da sind, aber dann danach zu sehen, dass so 40, 50 Leute da sind und einfach nur, wow, das ist cool.
Das ist so richtig cool. Also ich freue mich darüber, hammergeil. Ja, und mit der, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, und nicht, dass ich den, ich drifte immer gerne mal ab, ja, das ist das so. Was, pass mal auf, ich fange einfach mal an, was mir noch so alles passiert ist. Vielleicht fällt mir der rote Faden ja wieder von der Decke hinzu. Ich war zu Gast in einem Podcast, der wird morgen erscheinen. Wann, weiß ich nicht genau. Dann poste ich es natürlich auch in unseren Discord. Und den habe ich mit dem einfach Alu gemacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten erst ganz schöne technische Probleme. Aber als wir die dann gelöst gehabt haben, war das dann echt wunderbar. Da werdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was auf die Ohren kriegen, damit ihr da was hören könnt. Was jetzt, das dreht sich dann mehr so aus der Sicht eines Content Creators, wie man jetzt Fuß fassen kann, wenn man ein MMO spielt und ob sich das überhaupt lohnt, wie man Content in einem MMO macht oder wie ich das jetzt so mache. Also wir haben da so relativ close by close miteinander geredet und haben das Ganze so ein bisschen auseinandergedröselt, wie es mir dabei geht, was meine Intentionen sind, diese ganzen Sachen auch alle zu machen. Auch das könnt ihr da drin erfahren, wie so meine Ansichten darüber sind. Deswegen, ich werde den, sobald ich den Podcast habe, werde ich den in die Videobeschreibung mit verlinken und auch auf unserem Discord-Server raufpacken, so dass ihr den dann auf jeden Fall anhören könnt und euch auch zu Gemüte führen könnt. Ja, weil das lohnt sich schon. Ich würde da auf jeden Fall mal reinhören. Genau, was haben wir noch? Wenn wir Events machen, wir wollen jetzt am Freitag, nächsten Freitag, also von, das müsste der 20. sein, genau der 20.11., da machen wir ein kleines Transmog-Farm-Event mit der Gilde zusammen. Also für Infos solltet ihr, kommt auf den Discord, Link ist unten in der Videobeschreibung. Da wollen wir ein paar Transmogs farmen aus Legionen, alten Raids, Mythic Dungeons, ja nicht Mythic Dungeons, sondern Mythic Raids halt, um da mal ein bisschen Equipment rauszuziehen zum Morgen halt. Also wenn ihr da Bock habt, kommt's einfach mal lang, schaut's mal mit rein. Genau, und in der Gilde ist abends auch immer relativ viel los. Also die Community-Gilde, die wir da haben, die ist gut gefüllt, auch dank euch natürlich, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Und es finden sich auch immer wieder Gruppen zusammen. Also da wird schon ein bisschen was gemacht, weil wir im Livestream mal die Frage gehabt haben, ist die Gilde denn überhaupt aktiv? Und ja, also es ist den ganzen Tag immer überall was los. Natürlich nachts um 3 Uhr ist das ein bisschen schlechter, werden die meisten schlafen, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber da ist immer ein Platz frei. Wie gesagt, kommt da gerne rein, sagt, hey, ich bin XY und dann herzlich willkommen. Ja, das ist eine Gilde, die nach dem Motto läuft. Alles kann, aber nichts muss. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Verpflichtung habt im Real Life oder so, das geht sowieso immer vor. Wir sind da alles gestandene Spieler. Wir haben natürlich auch jüngere Spieler mit dabei. Aber da auch herzlich, herzlich willkommen, falls ihr Bock habt auf eine gemütliche Community-Gilde, die auch ganz spaßig ist, wo auch mal so ein paar ein bisschen geneckt wird, wo es halt einfach mal bisschen momentan jetzt noch familiär zugeht, was ich auch sehr, sehr gut finde. Aber ich glaube, diesen Geist werden wir auch, wenn wir selbst sollten wir größer werden, werden wir den auch mitnehmen und dann eben halt so weitermachen. Das ist auch die Ausgangsbasis, wie gesagt, für die Geschichte mit der Raid und mit der M-Plus-Schule. Als kleines Angebot für euch auch, gerade wenn ihr jetzt Neueinsteiger, Wiedereinsteiger seid, Anfänger in World of Warcraft, traut euch ruhig Fragen zu stellen. Das dürft ihr sehr, sehr, sehr gerne machen. So, YouTube, was gibt es jetzt so die nächste Woche bei YouTube von mir? Da möchte ich auch noch einmal ganz kurz mit raus was raushauen. Also ihr merkt, ich springe hin und wieder immer mal ein bisschen. Das ist ein Video, das nehme ich on the fly auf für alle die das erste Mal gucken. Also das ist jetzt nichts Geskriptetes oder ich habe keine Notizen. Ich gucke hin und wieder mal darüber, weil da halt so lustige Bilder sind. Nee, da stehen natürlich Sachen, die ich im Discord gleich posten werde, nämlich den Text der Woche so nach dem Motto. Da kriegt ihr auch immer ein kleines Update. Deswegen gucke ich, schiele ich da immer so rüber. Ja, Montag gibt es den Montags-Dungeon. Da wird es ganz lustig sein. Schaut es euch auf jeden Fall an. Da sind wir in der vollen Druidengruppe unterwegs, machen ein paar Dungeons. Ist ganz spaßig, ja. Also kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir die Warhammer Conquest-Reihe. Die habe ich auch ein bisschen weitergemacht. Also ich habe jetzt neue Hefte gekriegt. Die läuft jetzt auch wieder an, bis keine Hefte mehr da sind und ich wieder Nachschub bekomme. Von Hachette heißt der Verlag. Die schicken mir da immer Hefte zu. Und die muss ich aber natürlich bezahlen, ne? Und ja, da, falls ihr mal Interesse habt an Warhammer 40k, weil ich selber auch sehr gerne und sehr, sehr viel spiele, das kann ich euch auch empfehlen. Der Horizon Zero Dawn, das Let's Play, mache ich auch wieder weiter, denn das möchte ich noch durch
spielen. Und da ist jetzt so die Frage an euch, ist, wenn ich Horizon Zero Dawn durch habe, möchte ich eventuell vielleicht ein anderes, neues Game nehmen. Die Überlegung wäre tatsächlich Assassin's Creed Valhalla zu Let's Playen. Dann einfach nur mal in die Kommentare rein, jo, Weser, mach das, das würde mir total gerne gefallen. Oder nee, Weser, nee, lass das mal. Nee, das ist nicht so. Das muss ich selber spielen. Ich will nicht gespoilert werden. Irgendwie sowas, ja. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr es unten in die Kommentare reinhaut. Coole Geschichte. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Moin Moin und herzlich willkommen in der Visarius Gamerstube zum heutigen Sonntagsbrunch. Nochmal. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Sonntagspunch auf YouTube. Moin Moin und herzlich willkommen bei der Visarius Gamerstube und zwar mit einem weiteren Sonntagspunch. Was erwartet dich so in diesem Video? Ich erzähle ein bisschen was, was letzte Woche im Stream so unterwegs gewesen ist. Und habt ihr die Murlocs durch den Stream laufen sehen? Moin Moin und herzlich willkommen zum Sonntagspunch in der Visarius Gamerstube. Ich zeig dir mal, was alles so. Oder erzählt, nee, ich erzähl's dir lieber, ne? Zeigen ist immer ein bisschen schwierig. So in die Vergangenheit reisen, das geht halt auch nicht. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Sonntagspunch auf YouTube. In der Visarius. Ach, nochmal. Ja, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir sehr, sehr gefallen. Und falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video. Auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.